Meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich grüße auch die Eltern recht herzlich. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissen macht. Klugscheißen mit Schari und... Gestatten, Ralf, ist euch schon mal aufgefallen, dass wir immer 5 Filme pro Sendung haben? Oh ja, liegt daran, dass die 5 so eine schön runde Zahl ist. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass Ralfs Lieblingsgericht auch aus 5 Buchstaben besteht? P-I-Z-Z-A. Pizza. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass es eine Pizza gibt, die es gar nicht gibt? Zumindest auf den Karten der ganzen Pizzerias. Pizza mehr aus Früchten. Und deshalb gehen wir heute in unsere Küche und machen eine Pizza mehr aus Früchten. Ich glaube, es heißt mehr Ressfrüchten. Nein, mehr aus Früchten ist schon richtig, denn bei Pizza mehr Ressfrüchten wird mir immer schlecht. Ich dachte, die wird beim Autofahren schlecht. Beim Autofahren? Warum? Gute Frage. Ach nee, was ist das schön, wenn wir auf Reisen gehen? Ach nee, was ist das schön, wenn wir Drei Freundinnen auf großer gehen. Fahrt in den gemeinsamen Urlaub. Meine besten Freundin, Freundin auf einer Isabel und Daniela freuen sich schon auf das Ferienziel. Nur Corinna kann nicht so recht teilnehmen an der allgemeinen Heiterkeit. Ihr ist ganz übel und sie muss dringend mal raus. Was ist das schön, wenn wir auf Reisen gehen? Wenn Isabel ein sauberes Auto behalten will, muss sie wohl oder übel anhalten. Dass Corinna aber auch so einen empfindlichen Magen haben muss. Auf der weiteren Fahrt kommen sie jetzt hoffentlich besser durch, denn Corinna ist eingeschlafen. So, wo geht's denn jetzt weiter? Rechts oder links? Dass Isabel aber immer noch kein Navi hat. Daniela greift zur Karte. Also, hier rechts. Und danach links und rechts und links und rechts und rechts und links. Daniela ist schon ganz schummrig im Kopf und auch ihr Magen meldet sich. Dabei dachte sie, sie wäre nicht so empfindlich wie Corinna. Woran liegt es also, dass einem beim Autofahren schlecht wird? Das Problem beim Autofahren ist, dass man gleichzeitig sitzt und sich doch schnell fortbewegt. In den Ohren sitzen unsere Gleichgewichtsorgane. Darin befinden sich unter anderem kleinste Kristalle. Die verrutschen beim Beschleunigen oder bei Positionsänderungen und melden dem Gehirn die Bewegung. Gleichzeitig melden die Augen, dass sich nichts bewegt. Bei Daniela war das der Blick auf die unbewegliche Karte. Und bei Corinna der Blick auf die unbewegliche Sitzlehne. Der eine Sinn sagt also, hey, wir fahren. Während der andere behauptet, das stimmt gar nicht, wir stehen. Melden aber beide Sinne Widersprüchliches, dann kann das zu Schwindel und Übelkeit führen. Diese Reaktion stammt wohl noch aus der Urzeit. In Gefahrensituationen den Magen zu entleeren, lässt weniger Blut in den Verdauungstrakt und dafür mehr in Hirn und Muskeln fließen. Das Beste, was man tun kann, ist, während der Autofahrt vorne aus dem Fenster zu schauen. So haben Gleichgewichts- und Sehsinn die gleichen Informationen und melden dem Gehirn, dass alles in Ordnung ist. Meine besten Freundin, 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 Freundin auf eine lange Reise. Ach nee, was ist das schön? Auf einem Schiff kann es einem übrigens genauso ergehen. Die bekannte Seekrankheit ist natürlich keine wirkliche Krankheit. Auch sie wird ausgelöst durch unterschiedliche Informationen von den Sinnen ans Hirn. Es schaukelt, aber das Schiff scheint sich für die Augen nicht zu bewegen. Ja, so eine Urlaubsreise ist schon ein großer Spaß. Das machen unsere drei Freundinnen jetzt öfter. So, seid ihr allen Ballast losgeworden? Geht's wieder besser? Dann geht's weiter bei uns in der Küche mit unserer Pizza mehr aus Früchten. Ich bin sehr gespannt. Und ich bin auch total aufgeregt, deshalb fällt mir schon alles hin. Wir fangen an mit dem Pizzateig. Für den braucht ihr 225 Gramm Butter und die verknetet ihr nach und nach mit 60 Gramm Puderzucker
und 220 Gramm Mehl. So, ruhig schön die Fingerchen dreckig machen. Einfach mal vergraben und den Teig langsam fühlen, wie er immer fester wird, zu einer Kugel. Und wenn der Pizzateig dann fertig ist, dann könnt ihr daraus eine Pizza machen. In die Form rein und schön rund ausrollen das Ganze. Oder mit den Fingern auseinanderkneten. Ja. Ich habe das schon mal vorbereitet, so soll es dann aussehen. Und wenn es fertig ist, kommt es in den Backofen bei 160 Grad und dauert etwa 15 bis 20 Minuten, bis es fertig ist. Ach, so lang noch. Ich habe so einen Hunger. Ach, armer Junge, wie wär's mit einem armen Ritter? Gute Idee. Hast du ein Tuch? Ach, warte, ich nehme einfach dein. Hast du was gesagt, Fug? Nein? Dann war das wohl dein knurrender Magen. Hast du so einen Hunger? Tja, dann musst du mal im Kühlschrank nachschauen. Es ist Sonntagabend und leider hat Fug fast nichts mehr zu essen im Haus. Armer Fug, und was jetzt? Bis morgen früh ist er ganz bestimmt verhungert. Tja, davon wird Fug nicht satt. Und das letzte Stück Brot ist auch schon ganz hart. Das schmeckt ja gar nicht mehr. Was soll er nur tun? Ganz klar, das ist ein Fall für Mama Fug. Denn Mütter haben auch in den aussichtslosesten Situationen immer noch eine gute Idee. Mama? Mama, ich habe so einen Hunger. Ich habe nur ein Ei und ein bisschen Butter und... Fugs Mama muss nicht lange überlegen. Aus den verbliebenen Lebensmitteln soll er doch bitte schön arme Ritter machen. Arme Ritter? Was sind denn arme Ritter? Und kann man die essen? Die Antwort bekommt er prompt. Für einen armen Ritter braucht man genau die Zutaten, die Fug noch da hat. Das Brot soll er aufschneiden, in Milch einweichen, dann in dem Ei wenden und schließlich soll er die Brotscheiben mit Butter in der Pfanne ausbacken. Neben Mamas Kochrezept bekommt er gleich auch noch die Geschichte der armen Ritter dazu geliefert. Schon die Römer kannten ein ähnliches Rezept. So gab es einen römischen Feinschmecker namens Marcus Gavius Apicius. Der hat vor rund 2000 Jahren gelebt und soll einen enormen Appetit auf leckerste Speisen gehabt haben. In einer antiken Sammlung von Kochrezepten wird sogar sein Name erwähnt. Hier findet sich ein einfaches Rezept, wonach Weizengebäck in Milch getaucht wurde, in Öl geröstet und schließlich mit Honig übergossen wurde. Und auch im Mittelalter kannte man ein vergleichbares Rezept. Die gebackenen Brotscheiben waren damals vermutlich ein Arme-Leute-Essen. In dem Hausbuch einer Würzburger Familie, dem Buch von guter Speise, taucht die Bezeichnung arme Ritter im 14. Jahrhundert erstmals auf. Brotscheiben wurden mit Milch und Ei verfeinert und mit herzhaften Gewürzen gegessen. Auch Fug ist ganz begeistert. Die armen Ritter sehen echt lecker aus. Und das Rezept hat ihm wirklich den Abend gerettet. Er versüßt sie noch mit Zimt und Zucker und lässt sie sich dann schmecken, die armen Ritter. Oder wie man auch sagt, rostige Ritter. Blinde Fische, French Toast, wie die Amerikaner sie nennen, oder wie man in England sagt, The Poor Knights of Windsor. Hallo. Und ach ja, danke für das prima Rezept, Mama Fug. Oh, mein Hunger wird immer größer. Ist ja gleich fertig. Bei uns vergeht die Zeit so schnell. Pizzabohnen, ja. Kann raus. Vorsichtig. Muss erstmal abkühlen. So. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um den Belag. Gute Idee. Für die erste Schicht braucht ihr ein kleines Schüsselchen und 4 Esslöffel Mascarpone. 1, 2, 3, 4. Darf ich das mal geben? Ja, danke. Ja. Und dann kommen noch 4 Esslöffel Orangensaft dazu. 4. Und einen halben Teelöffel gemahlene Vanille. Und danach noch
3 Esslöffel Birnendicksaft. 1, 2, 3. Und das Ganze jetzt schön verrühren. Und ich kümmere mich dann um die Tomatensoße. Ich mag das total, wie du Anführungszeichen in die Luft machst. Jedenfalls braucht ihr für die rote Soße 100 Gramm Himbeeren und ihr braucht einen Pürierstab. Jetzt werden erstmal die Himbeeren schön püriert. So. Okay. Wir haben das Ganze schon mal vorbereitet. So sieht es aus. Dann nehmt ihr euch noch ein Sieb dazu, um die kleinen Himbeersamen rauszusieben. So schön durchdrücken und ich glaube, da fehlt noch ein bisschen Süße. Ja, dann machen wir noch 2 Teelöffel Birnendicksaft da rein. Können auch Esslöffel sein, je nachdem, wie süß ihr seid. So. Schon viel, viel besser. Hey, Shari, kleines Rätsel. Was ist das? Ein Mascarpone-Näpfchen. Und aus was besteht Mascarpone? Milch und Sahne. Und was ist Sahne? Fett. Also es ist ein Fettnäpfchen. Oh. Vielleicht sogar das aus dem nächsten Film? Ja, wir werden sehen. Und danach machen wir mit der Pizza weiter. Fug ist mal wieder in ein Fettnäpfchen getreten. Das passiert ihm ständig in letzter Zeit. Dabei ist es nun wirklich nicht so, als lägen auf seinen Wegen überall Schalen mit glibberigem Fett. Fug hat einfach ein Gespür für äußerst peinliche Situationen. Gerade eben erst hat er eine unbedachte Bemerkung gemacht. Hallo Nola. Hallo. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Wie alt wirst du doch gleich? 38, ne? 27, Fug. Du bist so gemein. Grob fahrlässig folgt schon die nächste. Oh! Wo hast du diesen Kuchen gekauft? Der ist ja schrecklich. Den habe ich selber gebacken. War doof, jetzt merkst du selber, oder? Bei der Redewendung ins Fettnäpfchen treten handelt es sich um die Beleidigung seines Gegenübers. Zunächst harmlos erscheinende Äußerungen erweisen sich im Nachhinein als furchtbar peinlich. Nola, warte mal. Ja. Du hast einen riesigen Mitesser. Ich drücke ihn dir mal auf. Fug. Das ist ein Muttermal. Sehr peinlich, mal wieder ins Fettnäpfchen getreten. Die Redewendung ist also nicht wörtlich zu nehmen. Oder doch? Im Mittelalter sehr wohl. Da trat man in echte Fettnäpfe. Und das ging so. Um Lebensmittel länger haltbar zu machen, wurden sie geräuchert. Dafür hängte man sie über den Herd oder den Kamin. Der aufsteigende Rauch sorgte dafür, dass Schinken und Forellen über mehrere Wochen hinweg geräuchert und somit haltbar gemacht wurden. Dabei tropfte wertvolles Fett herunter und das wurde auf dem Küchenboden in sogenannten Fettnäpfen aufgefangen. Fett war deshalb so wertvoll, weil man es nicht nur zum Kochen, sondern auch in Talglampen zum Beleuchten benutzen konnte. Mit dem Fett wurden außerdem die nassen Stiefel oder Schuhe der Heimkehrenden eingeschmiert, um zu verhindern, dass die Nässe in das Leder zog. Gott zum Gruße, Holdemeid. Wer dann versehentlich beim Betreten eines Hauses in dieses Fettnäpfchen trat, machte sich bei der Hausfrau schwer unbeliebt. Ein Tölpel bist du. Und nicht nur die Verschwendung des Fettes brachte die Hausfrau in Aufruhr. Mit dem Fett am Schuh verteilte man es im ganzen Haus. Spätestens jetzt hatte man es sich völlig verscherzt. Das kennt Fug schon. Echte oder sprichwörtliche Fettnäpfchen. Nola nimmt jedenfalls beide immer sehr persönlich. Und nach dem Fettnäpfchen machen wir weiter mit unserer Pizza. Mehr aus Früchten. Der Pizzaboden ist abgekühlt. Und jetzt werden wir erstmal die Mascarpone auf dem Pizzaboden verteilen. So, schön ordentlich, keine Sauerei machen. Wenn ihr damit fertig seid, kommt die Himbeersoße drauf. So. Das sieht aber lecker aus. Und wenn das alles schön da drauf ist, dann geht es jetzt darum,
den Belag zu machen. Dazu nehmt euch viele, viele Früchte, zum Beispiel Bananen, und schneidet die Früchte. Man muss natürlich gucken, dass man die scharfe Seite vom Messer nimmt. So, ich schneide die immer ganz gern auf, die Bananen. Und dann schälen und dann abhellen, so. Und dann einfach immer schön hingucken beim Schneiden. Genau, belegen die Pizza. Ihr könnt natürlich auch gerne Apfelstücke drauflegen, Himbeeren, Kiwis oder Ananas. Autsch, die passt auch ganz dazu. Aber bitte die Ananas nicht im ganzen Stück. So kleine Himbeeren, die eignen sich besser, um sie im ganzen Stück draufzulegen. Hast du dir wehgetan? Mhm. Ach du Arme. Weißt du, was jetzt noch fehlt, Schari? Was denn? Kalorien. Auf die Pizza kommen sie nach dem nächsten Film und vorher kommen die Kalorien im nächsten Film. Verstanden? Ja. Ich auch. Was für eine Katastrophe. Lauras Abendkleid passt nicht mehr und in 2 Wochen heiratet ihre Schwester. Ja, jetzt heißt es nicht mehr schlemmen, sondern nur noch das essen, was wenig Kalorien hat. Apropos Kalorien. Laura weiß zwar, dass es was mit Essen und Trinken zu tun hat, aber was das genau ist, das ist ihr eigentlich gar nicht klar. Eine Kalorie ist weder ein bestimmtes Lebensmittel noch ein Getränk. Es ist eine Maßeinheit für Energie, die in unserer Nahrung steckt. Und damit unser Körper die unterschiedlichsten Arbeiten verrichten kann, braucht er Energie. Wie eine Taschenlampe zum Beispiel. Sie brennt nur, weil ihr eine Batterie Energie liefert. Und was für die Taschenlampe die Batterie ist, sind für uns die Lebensmittel. In ihnen stecken Nährstoffe, unter anderem Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Beim Verdauen fischt sich die unser Körper heraus. Diese Energie wird in Kalorien gemessen. Das Wort Kalorie führte der französische Chemiker Lavoisier ein. 1780 berechnete er, wie viel Wärmeenergie man brauchte, um 1 Gramm Wasser um 1 Grad Celsius zu erhitzen. Diese Einheit nannte er Kalorie und das Kürzel war Cal. Abgeleitet hatte er das vom lateinischen Wort calor, was Wärme bedeutet. Weil aber eine Kalorie eine winzig kleine, kaum messbare Menge war, rechnete Lavoisier in Tausenderschritten und nannte diese Einheit Kilokalorie. Die Kurzform war Kcal. Über 200 Jahre galt die Kilokalorie als Energieeinheit für Nahrungsmittel. Bis 1977. Auf einer internationalen Konferenz einigten sich Wissenschaftler auf eine neue Bezeichnung. Mittlerweile gab es viele neue Wege, Energie zu erzeugen und zu messen. Jede dieser Energieeinheiten hatte einen eigenen Namen. Das war so verwirrend, dass sich die Forscher auf eine neue Maßeinheit für alle Energieformen einigten. Sie nannten sie Kilojoule. Diese Bezeichnung wurde zu Ehren des Naturforschers James Joule gewählt. Die Kalorie wurde mit 4,18 mal genommen. Eine Kilokalorie waren also 4,18 Kilojoule. Aber warum stehen dann auf den Lebensmittelpackungen beide Bezeichnungen, Kilojoule und Kilokalorien? Den meisten Menschen ist bis heute die neue Einheit Kilojoule fremd. Deshalb rechnen sie viele in Kilokalorien um. Das will man ihnen ersparen, also stehen einfach beide Energieangaben auf den Packungen. Jetzt weiß Laura genau, was Kalorien sind und dass dieser Kuchen leider zu viele davon hat. Und damit das Kleid bald wieder passt, heißt es ab jetzt Möhrchen knabbern. Ich finde, unserer Pizza fehlen noch ein paar Kalorien, Schari. Und deshalb brauchen wir zunächst einmal eine Raspel. Und ein paar Tafeln weiße Schokolade. Also, als du sagtest paar, dachte ich eigentlich 2 Tafeln, weil... Nicht eine ganze Palette? Schari, es ist viel billiger, wenn man ein bisschen auf Vorrat kauft. Ihr packt die Schokolade aus und raspelt sie klein, dass sie aussieht wie Käse. Und wenn ihr fertig damit seid, kommt der Käse bzw. die Schokolade auf die Pizza. Prego. Oh, du kannst Italienisch. Prego heißt bitte.
Und fertig ist unsere Pizza mehr aus Früchten. Und wenn ihr keine Lust auf Früchte habt, dann könnt ihr die Pizza natürlich noch mit ganz vielen anderen Leckereien belegen. Zum Beispiel mit Gummibärchen. Oder ihr könnt auch noch, was weiß ich, hier zum Beispiel Bananen zum Belegen nehmen. Wie wär's mit Tofu? Auf die Pizza? Nein, du Dummchen. Für den nächsten Film. Pizza mit Tofu. Janina isst gerne Fleisch. Am liebsten Schnitzel, Kotelett und eine leckere Bratwurst. Ja, lecker. Ah ja, da kommt Caroline. Sie will bestimmt nicht mitessen, oder? Nein, danke. Caroline isst kein Fleisch. Sie ist Vegetarierin. Hey, Janina, hast du meine Tofu-Wurst gegessen? Tofu-Wurst? Was ist das denn? Na, die Wurst ohne Fleisch. Sie lag in dieser Packung. Ohne Fleisch? Janina hat tatsächlich genau diese Wurst gegessen. Oh je. Aber stimmt das wirklich? Ist da wirklich kein Fleisch dran? Was ist das, dieser Tofu? Und wie macht man daraus solch leckere Würstchen? Das will Janina jetzt wissen. Hier wird Tofu hergestellt. Nicht nur in Asien, sondern mitten in der Eifel. Janina hat sich mit Frau Metrich verabredet. Sie zeigt ihr mal den Grundstoff, aus dem Tofu gemacht wird. Sojabohnen. Die werden in großen Kesseln in Wasser eingeweicht. Weil man den Vorgang in der Fabrik aber nicht so gut sehen kann, zeigen wir ihn in einem Topf. Nach ca. 12 Stunden sind die Bohnen größer und ganz weich geworden. Sie werden nun zerkleinert und aufgekocht. So entsteht daraus ein dicker Brei. In der Fabrik geschieht das Ganze hier. Der Brei wird in eine Schleuder gefüllt. Diese trennt die Flüssigkeit von den festen Bestandteilen der Bohnen. Heraus kommt flüssige Sojamilch. Und aus genau der wird Tofu hergestellt. Zur Sojamilch wird ein Gerinnungsmittel geschüttet. Nach einer kurzen Zeit flockt sie aus und das Eiweiß in der Milch hat sich zu Klümpchen verbunden. So auch in der Fabrik. Hier ist die geronnene Sojamilch aber noch viel klumpiger geworden. Die dicken Brocken werden in Kästen gefüllt und von einer Presse darin ordentlich ausgepresst. Und was dann herauskommt, ist der fertige Tofu. Was? Tofu ist nichts weiter als eine Masse aus Sojabohnen? Genau. Tofu ist eine Art Bohnenquark. Und deshalb heißt er auch so. To ist aus dem Chinesischen abgeleitet und bedeutet Bohne. Fu heißt gerinnen. Durch das Gerinnen entsteht der Quark. Um daraus nun Würstchen zu machen, wird der Tofu gewürzt und in Kunststoffdärme gefüllt. Nach dem Abkühlen werden sie mit einer Maschine wieder abgepellt. Die Därme kann man nämlich nicht mitessen. Fertig ist die Tofu-Wurst. Ein Würstchen ganz ohne Fleisch, nur aus Sojabohnen. Wow! Aber warum nennt man Menschen, die kein Fleisch essen, eigentlich Vegetarier? Das Wort Vegetarier stammt vom Englischen Vegetable ab, was pflanzlich bedeutet. Ein Vegetarier ist also jemand, der sich von Pflanzen und nicht von Tieren, also Fleisch, ernährt. Okay, dann kann Janina als Nicht-Vegetarierin endlich ihr heißgeliebtes Schnitzel essen. Und Caroline? Sie nascht gerne vom leckeren Tofu-Würstchen. Mm. Guten Appetit, ihr zwei. Und mit dem Tofu endet unsere kleine kulinarische Hoppla-Reise zu der Pizza, die es nicht gibt. Ich heb das später auf. Pizza esse ich sowieso lieber mit der Hand. Pizza mehr aus Früchten. Ja, es gibt sie nicht auf der Karte, aber sie schmeckt sehr lecker. Mmh, wenn ihr noch mal einen Blick ins Rezept werfen wollt, macht das einfach auf unserer Seite im Internet. Die Adresse lautet www.wissenmachta.de. Und dort sind wir übrigens immer für euch da. Unser Gästebuch freut sich auf eure Eintragung und erzählt uns doch mal, wie gut euch die Pizza geschmeckt hat. Schön. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe von Wissen macht A. Genau hier mit Shari und mir. Guten Appetit. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.